Russland und Griechenland wollen ungeachtet zahlreicher Schwierigkeiten ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Dies erklärten der russische Staatspräsident Wladimir Putin und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras nach einem Treffen in Athen. Zu den Sanktionen des Westens gegen Russland sagte Putin, sobald sie aufgehoben seien, werde Russland reagieren. Russland und Griechenland streben einen Abbau von Handelsbarrieren und eine Verstärkung russischer Investitionen in Griechenland an. Russlands Präsident Wladimir Putin und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras bekräftigten nach einem gemeinsamen Gespräch bei einer Pressekonferenz die geschichtlichen und religiösen Gemeinsamkeiten beider Länder. Griechenland habe nicht um Finanzhilfen gebeten, so Putin. Kredite seien aber im Rahmen gemeinsamer Wirtschaftsprojekte denkbar. Zudem wolle man mehr russische Investitionen in Griechenland erreichen, beispielsweise wenn Privatisierungen anstehen, sowie eine zentrale Beteiligung Griechenlands an der Gaspipeline Turkish Stream, die das Land zu einem Energieumschlagplatz machen könnte. Beide Seiten unterzeichneten mehrere Memoranden, in denen eine verstärkte Kooperation in Bildung und Kultur angestrebt wird. Der griechische Regierungschef Tsipras hat für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Athen und Moskau geworben. Es sei nötig für sein Land, neue Partner zu finden, sagte er beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Russland sei von überragender Bedeutung. Trotzdem habe die EU die Aufgabe, den Griechen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Lassen Sie mich klar sagen, das sogenannte griechische Problem ist eigentlich ein europäisches Problem. Es geht nicht um Griechenland, es geht um die Eurozone im Ganzen und um deren innere Struktur. Tsipras war nicht nur zum Händeschütteln nach St. Petersburg gekommen. Griechenland und Moskau unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Verlängerung der Gaspipeline Turkish Stream. Bereits im kommenden Jahr soll in Griechenland mit den Arbeiten begonnen werden. Die neue Leitung soll 2019 fertiggestellt werden und Griechenland mehrere hundert Millionen Euro Gebühren bringen. Man strebe Investitionen in Griechenland an, beispielsweise bei Privatisierungen. Kredite seien für gemeinsame Wirtschaftsprojekte denkbar. So könne Athen sich an der Gaspipeline Turkish Stream beteiligen und das Land zu einem Energieumschlagplatz für Europa machen. Wenn wir einige große gemeinsame Projekte angehen, die Gewinne abwerfen, dann könnte Griechenland davon seine Kredite zurückbezahlen. Wir sprechen also nicht über Hilfe, sondern über Kooperation in Unser Recht, eine Außenpolitik zu machen, die die Vorteile unserer geografischen Position als ein europäisches, mediterranes und Balkanland nutzt, steht nicht zur Debatte, sagte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras an die EU-Institutionen gerichtet. Sein Besuch in Moskau war seitens vieler europäischer Regierungen heftig kritisiert worden. Hoffnungen setzen viele in Athen auf Russland. Bereits Anfang April hatte sich Regierungschef Tsipras in Moskau mit Kreml-Chef Putin getroffen und Pläne geschmiedet, die jetzt offenbar konkret werden. Nach Informationen von Spiegel Online wollen beide schon Anfang kommender Woche ein Abkommen unterzeichnen über eine Beteiligung Athens an einer Pipeline, mit der russisches Gas von der Schwarzmeerküste nach Europa gelangen soll. Die werde zwar frühestens 2019 in Betrieb gehen, erste Vorauszahlungen aber könnten kurzfristig bis zu 5 Milliarden Euro in die griechische Staatskasse bringen. Das würde Griechenland bei den Verhandlungen mit seinen anderen Geldgebern Luft verschaffen, vor allem die EU-Partner aber einmal mehr vor den Kopf stoßen. In Griechenland hat die Tourismussaison in diesem Jahr schon früher als gewöhnlich begonnen. Dennoch wächst die Sorge vor dem Ausbleiben hunderttausender Touristen aus der Ukraine und aus Russland und das nach 2 Jahren pandemiebedingter Einbußen. Die Tourismusunternehmen hoffen darauf, dass mehr Gäste aus Großbritannien und Deutschland nach Griechenland kommen und die Verluste kompensieren werden. Griechenland konkurriert zudem mit Ländern wie der Türkei und Spanien um die Gunst der britischen und deutschen TouristInnen. Nicht nur die Lebensmittelindustrie leidet unter dem Ukraine-Krieg, sondern auch die Tourismusbranche. Durch die EU-Sanktionen gegen Russland muss ein Großteil russischer Touristen ihre geplanten Reisen nach Griechenland stornieren. Die gesamte finanzpolitische Elite ist in Washington versammelt, doch sie macht den Griechen wenig Hoffnung auf schnelle Hilfe. Weitere Finanzhilfen nur gegen Reformen, das ist und bleibt die Linie der internationalen Geldgeber.
Auch der US-Präsident sieht Athen in der Pflicht. Griechenland muss Reformen einleiten. Sie müssen Steuern eintreiben, ihre Bürokratie abbauen und sie brauchen flexiblere Arbeitsbedingungen. Forderungen, die es schon lange gibt, die Athen bislang aber nicht erfüllt hat. Mit einer schnellen Einigung rechnet hier in Washington darum kaum jemand. Genau die aber braucht Griechenland, denn beinahe 3 Monate nach dem Amtsantritt der neuen Regierung steht das Land kein bisschen besser da als zuvor. Ob etwa Beamte und Pensionäre in diesem Monat noch bezahlt werden können, unklar. Dem Staat geht das Geld aus. Die Regierung muss schon jetzt sämtliche irgendwie verfügbaren Mittel ausschöpfen. Im Moment haben wir gerade noch genug, um weiterzumachen, aber im Juni droht der große Crash. Wir brauchen ein neues Abkommen mit unseren Geldgebern. Wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann werden wir pleite gehen. Griechenland hat seine letzten Schulden beim Internationalen Währungsfonds IWF getilgt und das 2 Jahre vor Ablauf der Frist. Es ging dabei um Kredite in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro. Der IWF hatte sich seit 2010 mit insgesamt knapp 32 Milliarden Euro am griechischen Rettungsprogramm beteiligt. Die jetzige Tilgung gilt als weiterer Schritt aus der schweren Finanzkrise, die Griechenland im vergangenen Jahrzehnt durchlief. Die Renditen für 10-jährige griechische Staatsanleihen liegen zurzeit bei rund 2,5%. Auf dem Höhepunkt der Krise waren sie im Jahr 2012 zwischenzeitlich auf mehr als 35% geklettert. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis versicherte, eine solch schwere Zeit müssten die Griechen nie mehr erleben. Finanzminister Christos Stoikouras lobte die Schuldentilgung als positiven Schritt, der das Vertrauen in Griechenland an den Märkten stärke. Das letzte Spar- und Reformprogramm endete im August 2018. Seither steht Athen zunehmend auf eigenen Beinen und kann sich wieder selbst Geld am Kapitalmarkt leihen. Na ihr? Läuft's nicht mehr so rund in eurem Europaladen? Tanzen euch die Griechen aus der Reihe? Vielleicht hättet ihr doch besser geschaut, dass eure Griechenlandhilfe von damals nicht hauptsächlich irgendwelche Banken abgefischt hätten. Vielleicht wären die Griechen dankbarer, wenn sie mehr von den Flocken selber bekommen hätten. Jetzt ist es soweit. Wir, die Russen, bekehren die Griechen zur dunklen Seite der Macht. Ja, das hattet ihr ganz vergessen, dass die uns ja immer mehr mochten als ihr. Die ihr Russen nur als Bösewichte aus den Hollywood-Schnulzen kennt. Unser Botschafter war gleich da. Wir haben dem Tsipras schon gut einen Batzen Kohle angeboten. Halt, was soll das? Doch keine Rubel, für die kommt doch kein Mensch. Ah, besser. Ja, bald werden die Griechen auch wieder ihr Zeug nach Russland verkaufen können. Es gibt schon eine Regelung, wo wir einzelne Länder aus dem Importstopp gegen euch rausnehmen können. Ein Wink von Putin und ratet mal, von wem wir dann wieder Wein trinken. Richtig, es ist nicht der vom deutschen Anhang von eurer Mutti. Was ihr auch nicht gewusst habt, wir haben 1 Million Agenten, jedes Jahr in Griechenland. Ja, unsere Urlauber. Klar arbeiten die alle für den FSB, das wisst ihr doch. Die schauen ganz unauffällig aus, das ist ihr einzigster Job. Damit die Griechen denken, auch die Russen wären total normale Leute. Und jetzt haben wir sie. Dann wird es auch noch weitergehen. So, Spanier, Portugiesen und Italiener sind auch nicht begeistert von dem, was sie ihnen vorschreibt. Und beispielsweise die Slowaken, Tschechen und Ungarn waren auch noch nie begeistert von euren Sanktionen gegen uns. So werden wir euer ganzes Kartenhaus zum Einstürzen bringen. Anders als in diesen Hollywood-Filmen kommt dann aber kein Retter von der anderen Seite des Atlantiks. Denn der Retter dort hat selber nur Schulden. Außerdem ist das Leben halt nicht wie im Film. Schon gar nicht wie einer aus Hollywood mit bösen Russen und lieben Angst. Ciao! Eine Ursache für die griechische Staatsverschuldung sieht Athens parlamentarisches Komitee auch in den Verbrechen von Nazi-Deutschland in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs. Zu den Reparationsforderungen nannte ein Expertenteam gestern zum ersten Mal konkrete Zahlen. Rund 279 Milliarden Euro soll Berlin an Entschädigung leisten. Das griechische Parlament gestern. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmt für eine Resolution.
Diese verpflichtet die Regierung von Ministerpräsident Tsipras dazu, griechische Entschädigungsforderungen wegen der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg durchzusetzen. Das ist eine historische und moralische Aufgabe für uns. Wir glauben fest daran, dass, wenn wir eine bessere Zukunft wollen, Kapitel aus der Vergangenheit abgeschlossen und geklärt werden müssen. Zu der konkreten Frage der Reparationen sage ich Ihnen erneut, dass wir an unserer Haltung nichts geändert haben. Und diese Haltung ist, dass die Frage nach deutschen Reparationen juristisch wie politisch abschließend geregelt ist. Härtestmögliche, zubeißende Sanktionen, die Putin hart treffen und für Russland gar zerstörend sein. Wenn man Ursula von der Leyen so zuhört, könnte man tatsächlich glauben, dass da eine geschlossene EU mit allerschärfsten Waffen gegen Russland vorgeht. Doch davon kann kaum die Rede sein. Und nicht nur Ungarn blockiert, auch ein anderer EU-Staat stellt sich quer, wenn es um lukrative Geschäfte mit Moskau geht, Griechenland. Dabei geht es um solche Ozeanriesen, griechische Öltanker, die jede Menge russisches Öl über die Weltmeere transportieren. Genau solche Geschäfte wollte die EU-Kommission eigentlich unterbinden, um das Ölembargo gegen Russland durchzusetzen. Doch daraus wurde nichts, weil die milliardenschweren griechischen Reedereien gegen die Sanktionen Sturm liefen. Und das sehr zur Freude Putins. Lara Strah. 27% der Tanker weltweit sind in griechischem Besitz. Die größte Flotte überhaupt. Seit dem Krieg sind die griechischen Reedereien noch stärker in das Geschäft mit dem russischen Öl eingestiegen. Zahlen des Institute of International Finance zeigen, im April vergangenen Jahres übernahmen die griechischen Reedereien 33% der Öltransporte aus Russland. In diesem Jahr waren es 60%. Die griechischen Tanker sind das Herzstück, das Schlüsselelement in der aktuellen Situation. Denn mit ihnen kann Putin sein Öl überall auf der Welt verkaufen. Der griechische Regierungschef Mitsotakis protestierte im Sinne der mächtigen Reedereibranche, drohte mit Veto. Mit Erfolg. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen, also eingeknickt vor den Profitinteressen der griechischen Reeder? Die Kommissionspräsidentin spielt die Sache herunter. Es gäbe schließlich das Verbot für europäische Schiffsversicherungen. Ein Triumph, den Griechenlands Regierungschef Mitsotakis geradezu feiert. Es gibt keine, und das möchte ich betonen, Sanktionen gegen die griechische Schifffahrt, was den Transfer von Öl aus Russland in Drittländer betrifft. Ich sehe nicht, dass es wesentliche Konsequenzen für die griechische Schifffahrt gibt. Ohne griechische Hilfe kein russisches Öl für den Weltmarkt. Europa sanktioniert Russland und bezieht zunehmend weniger Öl aus Russland. Aber man schafft es, viel Öl an andere Abnehmer zu verkaufen, vor allem in Asien. Aber große Pipeline-Systeme wie nach Europa existieren Richtung Asien noch nicht. Also ist man zwingend auf ausreichend Kapazitäten für Öltanker angewiesen. Bei den umfassenden westlichen Sanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffs auf die Ukraine erhielt Griechenland eine Ausnahmeregelung. Griechische Tankerflotten dürfen weiterhin russisches Öl auf den Weltmarkt verschiffen. Ohne die Hilfe westlicher Öltanker würde Russland also buchstäblich in seinem eigenen Öl ertrinken. Aber leider hat Russland die Hilfe westlicher Öltanker, insbesondere griechischer Öltanker. Eine Schande, griechische Reeder machen sich dank der Sanktionen die Taschen noch voller, weil sie über eine dominante Kapazität auf dem weltweiten Öltransportmarkt verfügen. Um kurz vor Mitternacht twittert EU-Ratspräsident Charles Michel, dass sich die Staats- und Regierungschefs in Sachen Ölembargo doch noch geeinigt haben. Maximaler Druck auf Russland, um den Krieg zu beenden. Konkret heißt das, russisches Öl darf nicht mehr per Schiff in die EU importiert werden. Das betrifft 2/3 der russischen Öllieferungen. Weiter geöffnet bleibt zunächst die Druzhba-Pipeline. Ihr Nordarm beliefert auch Deutschland und Polen mit russischem Öl. Über die südlichen Röhren werden Ungarn, die Slowakei und Tschechien versorgt. Solutions and then the sanctions. Nun kann Ungarn das russische Öl, das vollständig über die Druzhba-Pipeline ins Land fließt, erst einmal weiterbeziehen.
Doch wie lange genau und welche Zugeständnisse die EU noch an Ungarn gemacht hat, dazu haben weder Charles Michel noch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwas gesagt. Deutschland und Polen wollen außerdem bis zum Jahresende komplett auf russisches Öl verzichten. Erstens, das war zwar schon vorher klar, aber man sollte es nochmal festhalten, dieses Embargo gilt nicht von heute auf morgen, sondern erst für den Großteil der EU ab Ende dieses Jahres. Zweitens, es gibt eben diese großzügige Ausnahme für Ungarn, Tschechien und die Slowakei, von der nicht mal klar ist, wie lange sie eigentlich gelten soll und vor allem mit welchen finanziellen Entschädigungen etwa man sie erkauft hat. Und drittens, diese Art der Verhandlung, ja, ich würde sagen, der Erpressung durch Orbán, die wird auch innerhalb der EU Spuren hinterlassen. Noch vor einigen Jahren verfügte Deutschland über die weltgrößte Flotte an Containerschiffen und eine der drei größten Handelsschiffsflotten. Doch in Zukunft wird die deutsche Schifffahrt an Bedeutung verlieren. Abzulesen ist dieser Trend an der Top 10 Shipowning List, der aktuellen Rangliste der wichtigsten Schifffahrtsnationen, die von der Londoner Schiffsdatei Vessels Value herausgegeben wird und die Welt vorliegt. Demnach dominiert Griechenland die Weltmeere. Griechische Schiffseigentümer überspringen die 100 Milliarden Dollar Hürde. Zum ersten Mal überhaupt verfügt ein Land über einen derart hohen Wert an Frachtschiffen. Der Abstand zu den nächstplatzierten Ländern Japan und China beträgt mehr als 10%. Laut Vessels Value liegt das vor allem daran, dass griechische Reeder einen globalen Trend erkannt haben. 9 Milliarden Dollar haben sie 2018 in Tankschiffe investiert, die das Flüssiggas LNG transportieren können. Diese Sparte der Schifffahrt wird in den kommenden Jahren immer wichtiger werden.